also immer vom Rand 4, 5 Meter einfach weg. Ja? Okay. Dann mach ich dir das mal. Schaut immer so. Jeder nach seinen Gefühlen schön hinunterziehen kann. Ja? Vom Skifahren, wir tennen sie alle kaufen. Ja? Früher hat man die Ski beieinander gehabt, da waren die Ski auch an der geschnitten und jetzt kauft man. Um richtig kaufen zu können, muss ich auf jeden Fall die Ski hüftbreit auseinander haben. Ja? Dann sehe ich jetzt gerade die Skistecke. In die Skistecke ist man so drinnen. Nicht so, sondern so. Das ist deshalb, weil wenn er rauskommt, dann habe ich ihn wieder. Ja? Man hat die Ski hüftbreit auseinander. Aufgrund dessen kann man mit den Knien arbeiten. Das heißt, ich kann jetzt so dann die Kurven aufmachen, weil ich die Knie hineindrücke. Wenn ich da bin, kann ich das nicht. Und das üben einfach nachher. Okay. Und indem wir runterfahren und nachher fahre ich, dann fahre ich wieder vor, ich fahre wieder hinten nach und korrigiere wieder, nachher geht das. Ja. Und immer Tal offen. Tal offen heißt, ich schaue immer zum Tal. Ich drehe mich nie so hinauf. Normal ist so, dass man sich hinaufdreht, weil wenn man fällt, fällt man lieber hinauf. Ja, aber es war beim alten Stil ja auch so, dass die immer runter. Das heißt, weil wenn ich jetzt da hinunterfahre, dann bin ich da offen und drehe mich leider hinauf.